Magic of Chess Tactics 2 Angriffstechniken und Transformationen Kapitel 1 Angriffstechniken. Eine wichtige Faustregel ist natürlich, dass alle Figuren in den Angriff geworfen werden sollen. Insbesondere also dynamische Vorteile wie Entwicklungsvorsprung, schnellere Mobilisierbarkeit sollen umgesetzt werden, indem man es eben schafft, im kritischen Bereich um den gegnerischen König herum mehr Angriffskräfte zu konzentrieren, als die Verteidigung aushalten kann. Dazu zunächst erstmal ein Beispiel der 12-jährigen Judith Polgar, die ja dort ein fantastisches Ergebnis erzielte bei der Olympiade in Thessaloniki 1988 und die hier ein großartiges Zeichen ihres Talents ablieferte durch einen schönen, schneidigen, schnellen Angriff. Sie ist weiß und Pavlina Schilingirova ist schwarz. Der Sizilianer ist natürlich eine Öffnung, die zu taktischen Scharmützeln einlädt, weil Weiß oft gewissen Entwicklungsvorsprung erlangt und dann ja, darauf setzt, dass er den irgendwie umsetzen kann, während Schwarz darauf setzt, dass es bei Zentralabtauschen nach D4 CD dazu kommt, dass er einen Bauern auf den Zentrallinien mehr hat und davon langfristig profitieren kann. Das ist ja ein statisches Argument gegen das dynamische Argument des Entwicklungsvorsprungs. Gut, hier will ich noch nicht näher drauf eingehen, auf die Eröffnung. Judith möchte jetzt hier allerdings mit C3, D4 eben mehr Dynamik in die Stellung bringen, hier ein Vollzentrum aufbauen sogar, auf D4 gegebenenfalls zurückschlagen können, wenn man den offenen Sizilianern ja auch mit dem Springer schlägt. Ja, E5 ist vielleicht ein bisschen fragwürdig, aber gut. Das ist natürlich allerdings auch noch eine Eröffnung. Und jetzt kommt im dynamischen Stil, was E5 eigentlich verhindern sollte, die Besetzung des Zentrums unter Bauernopfer. Ja, nun ist da ein kritischer Punkt gekommen. Wie soll das weiße Bauernopfer gerechtfertigt werden? Wie kann die schwarze Entwicklung erschwert werden? Ja, Läufer F4 ist sicher auch ein Kandidat, aber E5 gefällt mir durchaus sehr gut. Weiter mutig vorwärts. So hat Judith jetzt den geopferten Bauern zurück gewonnen. Wie soll Schwarz sich verhalten? Verteidigen ist ja für die meisten Menschen schwieriger als angreifen. Springer F5 wäre wohl am besten. Das kam nicht in der Partie, aber es wäre wohl am besten. Das ist auch eine Partie, Randy gegen Chandler, Manila 1977 und C. Meyer meint jetzt, dass Läufer D3 vielleicht am kritischsten wäre mit folgender Eventualvariante. Ja, und ich denke natürlich, dass Weiß hier doch noch gewisse Restinitiative hat, aufgrund der geschwächten schwarzen Felder rund um den schwarzen König. Und das Thema Angriff mit ungleichfarbigen Läufern wird hier in Kapitel 1 natürlich auch noch kommen. Es ist ja eins der wichtigen Angriffsthemen. Und also jetzt sollte Schwarz hier vermutlich noch in der Lage sein, natürlich sich zu verteidigen, er ist ja am Zug. Aber die schwarzen Felder um den schwarzen König herum sind natürlich dauerhaft schwach. Gut. In der Partie folgte jedoch nicht Springer F5, sondern Springer C6. Ja,
Ja, jetzt ist es noch schwieriger und ganz kritisch. Wie soll sich Schwarz verhalten? Soll der E5 geschlagen werden oder nicht? Ja, hier war wohl die letzte Gelegenheit, jetzt die Entwicklung voranzutreiben mit D5. Und dann ist folgendes Abspiel möglich. Ja, was denn gleich? Ein weiteres spannendes Thema führt, das ja auch dann noch behandelt werden wird hier in diesem Kapitel. Das Dame-Springer-Duo im Angriff gegen Dame-Läufer, wobei allerdings hier zugegebenermaßen der Springer noch nicht so richtig in den Angriff gekommen ist. Aber das ist sonst auch natürlich eine wichtige Angriffskombination. Und hier sind ja auch wieder die schwarzen Felder um den schwarzen König schwach, sodass Weiß aus all diesen Gründen durchaus bereits etwas besser steht. Trotzdem war D5 hier wohl die beste Option, das relativ geringste Übel. Der Entwicklungsvorsprung des Gegners darf in der Regel nicht zu groß werden, wenn es Möglichkeiten gibt, das dynamisch dann umzusetzen. In der Partie folgte jedoch, Läufer schlägt E5. Das geht zu weit. Wie ahndete Judith Polgar diesen Fehler? Gehen Sie da ruhig ein bisschen rein, jetzt geht es hier wirklich um die Wurst. Alle Figuren in den Angriff. Und es fehlt ja noch der schlafende Damenturm, der sich jetzt mit großer Kraft hier am Angriff beteiligt. Judith musste natürlich durchgerechnet haben, was passiert, wenn das Figurenopfer angenommen wird. Ganz klar. Weiß hat ja jetzt Figur und Bauer weniger, doch darauf kommt es gar nicht an. Die geschwächte schwarze Königsstellung gibt jetzt auf jeden Fall den Ausschlag zu weißen Gunsten. Schwarz kann keine Verteidigung mehr zusammenzimmern. Dame H6 entscheidet. Auf F6 käme. Klar, man muss immer wieder diese durchrechnen, diese kleinen Varianten und Fragen und so, damit man fit bleibt. Ja klar, Läufer F6 und Turm E8 Schach. Und dann wäre es vorbei. Okay, aber es gibt hier sowieso keine Rettung mehr, denn auf Dame F5, das war die Partiefortsetzung, folgt Dame schlägt F8. Und Schwarz gab auf, weil Matt unabwendbar ist. Ja. Eine sehr schöne Angriffsleistung der 12-jährigen Judith Polgar, die ja auf der Olympiade prächtige 12,5 aus 13 am zweiten Brett der ungarischen Frauennationalmannschaft erzielen konnte. Und C.D. Meyer war durch Edward Winters Beitrag 8111 von Chess History auf dieses sehr schöne Beispiel aufmerksam geworden. Und ja, ich möchte hier nochmal besonders auf diesen Moment hinweisen. Die Faustregel lautet, alle Figuren in den Angriff. Und die ist ja hier schön anwendbar. Obwohl Schwarz droht, eine Figur zu gewinnen, kann sogar das ignoriert werden. Denn das Eingreifen dieser weiteren extrem wertvollen Figur ist überkompensiert den Figurenverlust. Und außerdem gibt es ja die Faustregel, dass Verteidiger von Schwächen abgetauscht werden sollen. Und das bezieht sich ja gerade hier auf den Läufer, der ja den gesamten schwachen schwarzfeldigen Felderkomplex um den schwarzen König kontrolliert. Und wenn er das Brett verlässt, das ist in der Regel aus Angreifersicht einiges wert. Wie sich dann ja hier auch zeigt, sobald er nicht mehr da ist, bricht der schwarze Laden zusammen.